Dass nicht nur Aussehen entscheidet, ob wir uns zu einem Menschen hingezogen fühlen, ist bekannt. Was einen Mann attraktiv macht, könnte weniger damit zu tun haben, wie sehr er sich bemüht, als mit den Dingen, die er tut, ohne es überhaupt zu bemerken. Hier sind 10 Dinge, die Männer unbewusst tun und Frauen attraktiv finden. Auf den Kanälen Humorautomat, Generation Sonnenschein und Wissensautomat läuft gerade ein Weihnachtsgewinnspiel. Ihr könnt bei den 3 Kanälen jede Woche eine Google Play oder iTunes Karte gewinnen. Und das bis zum Ende des Jahres. Dafür müsst ihr nur die jetzt eingeblendeten Teilnahmebedingungen durchführen. Auf unsere aktiven Zuschauer wartet aber noch etwas viel Besseres. Von nun an werden jetzt mit Nummern markierte Buchstaben irgendwo in den Videos der 3 Kanäle versteckt erscheinen, woraus nach einer Woche ein Lösungswort entsteht. So kann man neben den Google Play und iTunes Karten noch zusätzlich entweder ein original verpacktes Gaming Headset oder 2 Amazon Gutscheine gewinnen. Wenn du die 3 Kanäle aktiv verfolgst und alle Videos schaust, kannst du ganz einfach die mit den Nummern markierten Buchstaben, die irgendwo kurz im Video erscheinen, auf einen Zettel schreiben und nachdem das Wort vollständig ist, an diese E-Mail schicken. Weitere Informationen zum Gewinnspiel findet ihr auch im angepinnten Kommentar unter diesem Video. Nummer 10. Freundlich sein. Nett sein wird als attraktiv wahrgenommen. Damit meine ich nicht, sich zu verstellen oder zu heucheln. Ob man nun dem Lieferboten mehr Trinkgeld gibt, wenn es regnet, auf den Seitenstreifen fährt, um jemanden zu helfen, der eine Autopanne hat, oder jemanden die Tür aufhält, der seine Hände voll hat. Jemanden bei etwas zu ertappen, was seinen Charakter erkennen lässt, ist durchaus attraktiv. Denn so wie ein Mann andere Menschen behandelt, sagt das sehr viel über seine Person aus. Nicht nur das, Gutes tun macht glücklich. Du fühlst dich einfach besser, denn geteilte Freude ist doppelte Freude. Gleichzeitig wirst du noch von anderen mehr geschätzt, so natürlich auch von Frauen. Nummer 9. Lachen. Wer fühlt sich denn bitte nicht von jemandem angezogen, der mit Spaß und Freude am Leben durch die Welt geht? Beim gemeinsamen Lachen merkt man schnell, ob man auf einer Wellenlänge liegt. Außerdem kann Lachen dabei helfen, manch unangenehme Situationen erfolgreich zu meistern. Nichts ist unattraktiver als ein Mann, der sich viel zu ernst nimmt und zum Lachen in den Keller geht. Nummer 8. Zärtliche Blicke zuwerfen. Die Art, wie ein Mann eine Frau anschaut, kann sehr viel aussagen. Viele wissen aber nicht, wann der Blickkontakt zu lange oder zu kurz ist, sodass der Nebeneffekt entsteht, dass man starrt oder schüchtern wirkt. Es ist also wichtig, die richtige Mischung zu finden. Wie jeder weiß, ohne richtigen Blickkontakt kann man nicht richtig flirten. Der direkte Blickkontakt löst in Frauen Faszination aus und suggeriert Selbstbewusstsein sowie Aufrichtigkeit. Nummer 7. Leidenschaftlich über etwas sprechen. Das Thema, worüber man spricht, ist eigentlich gar nicht mal so wichtig, aber dafür die Art, wie man darüber spricht. Wenn ein Mann leidenschaftlich darüber erzählen kann, was für ihn im Leben wichtig ist, wirkt das anziehend. Scheu dich also nicht, Leidenschaft preiszugeben. Nummer 6. Sich stark konzentrieren. Man kann nicht alles mit links erledigen. Für manche Dinge braucht man eben besonders Konzentration und die Fähigkeit, sich nicht ablenken zu lassen. Frauen lieben den Gesichtsausdruck von Männern, wenn sie versuchen, etwas herauszufinden. Halbwissende oder Besserwisser kommen nicht gut an. Nummer 5. Kochen. Das ist kein Mythos. Kochen kommt bei Frauen gut an. Denn wer gut und gerne kocht, zeigt damit, dass er gesundheitsbewusst lebt, den Genuss schätzt und es sich gerne mal zu Hause gemütlich macht. Falls ihr nicht kochen könnt, ihr befindet euch im Internet, einfach schnell googeln und dann schnappt euch die Kochlöffel. Die Frauenwelt wird es euch danken. Nummer 4. Aufmerksam sein. Aufmerksamkeit ist sehr wichtig, um Interesse zu symbolisieren. Kleinigkeiten reichen dafür schon aus. Eine Nachricht aus heiterem Himmel, die auf etwas Vergangenes abzielt oder aussagt, dass man an sie denkt, lässt sie wissen, dass man an ihr interessiert ist. Ein Video weiterzuleiten, von dem man glaubt, dass es den anderen interessieren könnte, an einen besonderen Tag denken oder jemandem Glück für einen wichtigen Termin wünschen. All diese Dinge machen einen großen Unterschied. Nummer 3. Von hinten umarmen. Frauen empfinden dies als süß und es gibt ihnen das Gefühl von Sicherheit. Und wer freut sich denn nicht über eine Umarmung, besonders wenn man sie von hinten überrascht? Zuneigung hat eine direkte Auswirkung auf die Reduzierung von Stress. Eine einfache Umarmung kann dies schon bewirken. Berührungen zeigen außerdem, dass man geliebt wird und etwas Besonderes ist. Nummer 2. Sich selbst nicht zu ernst nehmen. Männer, seid nicht so verbissen und wenn etwas schief geht, kann man es ruhig auch mal erzählen. Niemand ist perfekt und schließlich ist das Leben kein permanenter Wettkampf. Außerdem sei es entzückend, wenn Männer auch mal nervös oder tollpatschig sind.
Nummer 1. Liebevoll sein. Sei es mit der Katze, dem Hund oder kleinen Kindern. Wenn Männer im Umgang mit kleinen Wesen liebevoll sind, löst das bei Frauen den Awe-Effekt aus. Dadurch können Männer ihre väterliche und beschützerische Seite zeigen. Außerdem könnte man so auch sehen, ob man später mal als potenzieller Vater der gemeinsamen Kinder taugt. Das war's auch schon. Schreibt mir gerne weitere Dinge in die Kommentare, um diese Liste zu erweitern. Und damit die Frauenwelt nicht ganz so alleine dasteht, könnt ihr gerne noch das Video mit Tipps für Frauen ergänzen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne ein weiteres Video von mir anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.